Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Ups, da meine Haare stehen auf. Naja, nicht. Es ist spät nachts und meine Haare schauen aus wie Sau. Naja, ist ja wurscht. Und vor allem in der Kamera ist das wieder ganz weird. Ja. Ich sitze hier schon eine Weile vor unserer ganzen Anlage hier und lasse die einfach so ein bisschen durchlaufen. Deswegen produziert die hier schon ganz fein. Und ich habe natürlich so ein bisschen geschaut, was passiert, was hier wie vorangeht. Und eine Sache ist mir aufgefallen, wir verlieren natürlich Ressourcen. Wie blöd. Also es geht nicht positiv, sondern negativ. Allein mit den zwei Sachen hier. Was natürlich jetzt nicht unbedingt das ist, was wir wollen, weil wir wollen ja das eigentlich dauerproduzieren. Bedeutet, wir haben doch diese... Wo ist sie denn? Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Stangenproduktion hier. Die hier haben doch diese Cores, die wir reintun können. Und ich glaube, die können wir schon produzieren rein theoretisch. Wenn ich mich nicht ganz irre, so. Let me see. So. Hier, das ist dieses Energiefragment. Und dafür brauche ich hier irgendwas Codex öffnen. Dafür brauche ich die blaue Elektroschnecke. Also so eine hier, die ich ja eh schon habe. Brauche ich die eigentlich noch? Nehmen wir mal, hä? Elektroschnecken, hier. Nee, das haben wir schon. Knoten erforscht. Wir brauchen jetzt hier die rote Schnecke. Aber wir sollten uns vielleicht mal ein bisschen auf blaue Schneckensuche machen, einfach um diese Energiefragmente zu bauen. Schauen wir, was dieses Energiefragment für uns bringt. Habe ich hier noch eins? Eingelagert? Nee, ne? Dann lass uns das doch gleich mal einsetzen und schauen, was passiert. Erstmal müssen wir die Stangen ein bisschen auf Vordermann bringen. Upp, und upp. 150%. Jetzt macht es 22,5 pro Minute zu 15. Hier kann bis zu 250%ige Auslastung gehen. Schauen wir mal, wie gut wir das hinkriegen alles. So, kann ich mit meinem... Warte mal, Scanner hatte ich irgendwo hier. Mit dir kann ich nach Schnecken suchen. Dann gehen wir jetzt heute mal auf Schneckensuche. Oh, weil wir brauchen Schnecken ganz, ganz dringend. Ganz, ganz dringend. So, hier irgendwo. Oh, warte mal, da sind die zwei Viecher. Die müssen wir vielleicht als erstes ausschalten. Huhu. Super, es hat mich nur einer erkannt. Das finde ich perfekt. Dankeschön. Dann hole ich mir den anderen noch. Komm her. Und nochmal ein Keilüberrest. Dann holen wir uns hier noch die Beeren. Machen wir unseren Scanner. Seine Schnecke. Super. Ist die nächste Schnecke nach da hinten unterwegs? Aber zwei ist jetzt aber ganz blöd.
Meins. Da oben war aber was Interessantes. Oh Gott. Ich brauche Maschinengewehr ganz, ganz schnell. Wie viel Leben habe ich eigentlich noch? Bye bye. So, was bist du jetzt? Mercer's 4. The astrobiologist Dr. D.M. Mercer was the first to recognize the presence and probable nature of these alien artifacts. These chain melted state spheres are named in his honor. Each sphere emits a unique signal. Research it in the MAM to establish locally appropriate classification and application. Okay. Jetzt darf mich hier nichts runterschmeißen. Ich sehe da vorne 1, 2 blaue Schnecken, eine rote Schnecke. Was zum Fick geht hier denn ab? Da ist eine gelbe Schnecke rein, theoretisch. Wo zum Fick bin ich hier? Geht für euch eine Motorsäge? Wow! The fruit of this fungus-like flora does not seem to show much potential for use. Wow, was bist du? However, its mycelial network is worth further investigation. Research it in the MAM to establish classification and potential application. Spuckerüberreste. Lego mir, was ist denn das jetzt gewesen? Alien species acquired. Their weaponized plasma is most likely stored as a stable chemical substance in an organ close to their mouth, and only turns volatile when exposed to one of the chemical elements in the air. Research the remains in the MAM to establish classification and potential countermeasures. Alter, was ist das denn jetzt gewesen? Die Sounds haben sich aber alle vom Farming-Simulator geholt, oder? So, wir haben jetzt mit Zelium ganz viel gefarmt auch noch. Ich wollte doch nur ein paar Schnecken haben, Mensch. Ich wollte doch nur eine Schnecke. Ich sehe hier einige. Ich sagte, wenn du mich runterschmeißt, dann bin ich stinkig. Ich habe jetzt schon keinen Plan, wo zur Hölle ich bin. Und das andere Problem ist... So, das ist also eine ganz neue Area hier. Hey, ich sag's dir. Katastrophe. Von unten ist so eine blöde gelbe Schnecke, die hätte ich auch gerne. Halleluja, so weit was. Scheiß drauf. Hier wächst nichts mehr.
Ich mache jetzt Brandschneisen hier. Oh, guck mal, da ist noch eine Pflanze an. Das hätte ich jetzt beinahe nicht gesehen. Sehe ich dann auch weg? Ne, die bleibt stehen. Cool. Hey, der Witzka. Ja, dann muss ich vielleicht zurück. Da unten gibt es Kristalle. Was für eine Ressource ist denn das jetzt? Ich wollte doch nur 1-2 Schnecken und jetzt finde ich Kristallressourcen. Da ist noch eine Schnecke, da ist noch eine Schnecke, da ist noch eine Schnecke, da oben ist was. Da oben ist auch was, da hängt auch irgendwas, da hinten ist noch eine, da ist noch eine, da ist eine gelbe. Da ist noch eine gelbe, so by the way. Und da ist auch noch eine gelbe. Okay, vielleicht sollten wir kurz forschen gehen und dann schauen, ob wir dieses Kristallgebiet hier irgendwie erforschen können. Vielleicht sollte ich ein bisschen forschen, ne? Oder in die andere Richtung gehen. Vielleicht kommt da ein anderes Gebiet fürs Erste. Wow. Wow. Schaden an Fickets Eigentum festgestellt. Ich bin doch kein Eigentum. Lass das, ich bin privat hier. Der Kollege daddelt da hinten auch schon wieder rum. So. Wir haben wenigstens eine Schnecke. Aber schauen wir mal, vielleicht sollten wir... Warte mal, wir tun jetzt erstmal. Diese eine Schnecke in den... Ach, kann ich hier nicht komplett. Ist gut. Nee, warte mal, muss ich jetzt innen rein. Es wird nach hinten ein bisschen schwer zum Durchgehen. Dum dum, dum dum dum. Du warst für Holz. Mehr Holz habe ich gar nicht. Und du, genau, du warst für Blätter. Alter, ich habe gerade so viel weirdes Zeug hier. Guck mal hier. Summer Sloop, ein merkwürdiges Alien-Objekt, bizarre noch vertraute Form, strahlt eine beruhigende Energie aus. Jetzt noch dieses Mysosphere da. Nee, warte mal, gib her, das war meine Proteinbar. Lass mich hier erstmal raus, bitte, hallo? Entschuldigen Sie bitte, ich will hier raus. So, jetzt habe ich mein Inventar wieder frei. Jetzt tun wir schnell den Energiekristall herstellen. Und dann können wir noch ein bisschen mehr die Produktion da anheizen. Gut, hier sammelt sich schon mal ein bisschen was. Das ist vorteilhaft, finde ich. Es scheint sich, als ob sich das alles ansammelt. Bedeutet, ich tue dir jetzt hier den Energiekristall rein. Und pumpt dich hoch. Jetzt haben wir hier schon mal 20 mehr. Könnt ihr mich hier bitte drauflassen? Hallo? Dankeschön. Ah, scheint auch so, weil hier gleich voll ist, oder? Oh, die nehmen wir doch gleich mal mit. Hier sind 100 drin. Dann können wir nicht gleich die Sprungflächen erforschen. Dann kommen wir vielleicht besser durchs Mizilgebiet da. Oder was auch immer das für ein Gebiet ist. So, erstmal hier abschließen. Let's do this! Milestone reached. The Fixit Jump Pad combines high technology and innovation for optimized factory traversal and an ideal travel experience. Clarification. Nice. Ideal bye travel bye. Experience not guaranteed. Individual results may vary. Pioneers are responsible for all workplace accidents resulting from jump pad usage.
Lass mich doch ein bisschen springen, mein Freund. Außerirdische Megafon. Was habe ich denn hier noch gefunden jetzt? Hatte ich das nicht gefunden? Ja. Spuck auf. Forschung starten. Zu welchem Viech gehört denn das bitte dann? The remains researched belong to an organism that tends to nest near objects emitting specific types of resonance. Aha. Spitters are called as such due to their ability to create and spit plasma across long distances. Spitter remains can now be made into alien protein, and additional research may reveal options for improving pioneer safety during exploration. Okay, ich habe jetzt das geforscht. Das hier habe ich noch nicht geforscht, weil das finde ich noch nicht. Und dann kriege ich dafür... Ah, dafür. Oh, ich sollte es machen können, oder? Deswegen habe ich gleich gespart. Habe ich nicht? Ja, ich habe noch 4 davon. Das kann ich auch machen. Bedeutet, ich kann jetzt dann diese DNA-Kapsel machen. Dann werden es scannbare Objekte. Dann kann ich hier... Expanded Toolbelt. Oh, eine Pistole. Armee-Pistole. Medizinischer Inhalator. So, Alien. Ah, scheiße, das ist das hier. Wie ist das hier? Okay. Mercer Sphere Analysis completed. Established local planetary signature of Massage 2, AB, B, in the local Mercer Sphere signals, allowing them to be tracked by the object scanner. Mercer Spheres can also transmit data between specific... Witness our scripture, witness our windows, have you come to defile our shrine? Sing us a song. Arguing the existence of intelligent alien life. While Fixit has figured out the method, all of the original data is still untranslatable. Was war denn das jetzt, Hölle? Summersloop analysis completed. Summersloops are somewhere between battery and conduit, harvesting energy from pockets of space with complete disregard for the rules of the space-time continuum, and distributing it into its connected ecosystem. This energy... Let the effigies harvest until the waves reach our shores. Similarities to the hypothetical force of dark energy to potentially be one and the same. It can now be tracked by the object scanner. Es ist creepy. Das habe ich noch nicht gemacht, genau, aber dann kann ich den Umwandel anfangen und hier kriege ich dann auch Betäubungsstachel. Mycelium, das habe ich hier gerade jetzt bekommen. The mycelial networks of these fungi possess unusually resilient hyphae, which show potential for making a strong but lightweight natural fabric. Additionally, it has similar medicinal and pest control applications to mycelia on Earth. Servus. Ich glaube auch irgendwie, dass die immer noch weiter durchlaufen. Ja, es ist einfach straight durch. So, ich hole mir mal hier die 100, die hier da sind. Das heißt, es hört sich immer noch. Ich muss immer noch den Space Lift bauen. Das sollte ich vielleicht als nächstes mal angehen, ne? Weil ich krieg die nächsten Stufen nicht freigeschaltet. Das ist so das Problem. Aber wir forschen jetzt nochmal schnell hier ein bisschen. Zelium, weil das kann ich auch noch erforschen. Research completed. Fabric recipe unlocked. New mycelia research available. Da brauche ich 25 davon. Und hier brauche ich einen Fallschirm. Ach, guck an, eine Gasmaske. Der Fallschirm wäre schon geil, dann muss ich mir so ein Gewebe machen. Wie viel kostet mich das Gewebe? Gewebe kann ich mir 7 machen. Euch brauche ich auch mal, weil euch brauche ich eh auch. War nicht gleich alles und dann hole ich mir noch so ein bisschen Mycelium. Machen wir so ein bisschen Gewebe. Alter, ich habe hier so viel!
Jetzt geht's ab Fallschirm, das ist mega cool. Ein Fallschirm, ich glaube es nicht. So, Alien Technology. Nee, warte mal, Mycelium. Forschung starten. Parachute unlocked. Ja, die habe ich jetzt gerade nicht. Fixit your willingness to descend rapidly to perform your duties, but damaging Fixit property is a breach of contract and will have unpleasant consequences. Improve descent efficiency by combining the forces of gravity and drag with a parachute. Ein Exoskelett, das könnte auch geil werden. 6 Inventarplätze. Quarzsand. Dann müsste ich das ganze Umwandeln anfangen, ne, was ich hier gelagert habe. Ich habe hier nicht ein bisschen Rohquarz gefunden. Ich glaube, das war's. Hier noch ein bisschen Eisenerz sogar drin. Ich tue mal das hier jetzt bei mir rein. Ich schaue mir jetzt mal schnell an, was kostet dieser Fallschirm. Den werde ich aber wahrscheinlich wieder drüben bauen müssen, ne? Den muss ich hier bauen. Fallschirm kostet mich einfach noch ein bisschen. Ein bisschen als Geweb. Alter, das ist so flott. Dieses Mycelium ist ja der Wahnsinn bei der Umwandlung, glaube ich. Ich glaube, damit können wir noch relativ viel machen. 1 zu 10? Nee, gar nicht mal so. Ah nee, 1. 1 bringt 10. Holy shit, nee, das ist richtig gut. Das ist ja richtig gut. Ein Fallschirm bitte für mich. Nutze ich den jetzt? Wie aktiviere ich den denn? Wenn du ihn in der Luft aktivierst. Naja, wir haben ja hier ein bisschen Fläche zum Probieren. Warte mal. Komme ich bei dir irgendwie ganz oben drauf? Lol. Wow, okay, der ist ja... Chillig, hat der eine... Ich brauche eh nur einen, also von daher ist das ja gut. Mega geil, mega. Das taugt mir schon wieder richtig, das ist super. Sonst kann noch was im Inventar, was ich nicht brauche. Tu mir dich mal zur Seite noch. Nee, warte. Ich habe hier noch drüben für die Alien. Nee. Außerirdische Megafauna. Das zu erforschen. Research completed. Alien Protein can now be turned into biomass or alien DNA capsules. Mhm. In addition to being used for research, the invaluable alien lifeform data in these capsules can be traded for Fixit coupons at the Awesome Sink. Okay. We guarantee the best capsule to coupon exchange rate anywhere on this planet. Kann ich denn das noch irgendwo anders austauschen? Ich glaube nicht. Aber Leute, ich würde sagen, das war eine relativ spannende Folge. Wir haben viel gefunden. Wir haben diese Kristalle gefunden. Wir haben ein paar Elektroschnecken gesehen in Gelb und in Blau. Wir haben einen dieser Spucker umgebracht. Wir haben ein paar Alien-Technologien gefunden, die ganz, ganz weird sind. Und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter, denn wir brauchen immer noch Elektroschnecken für unsere Anlage. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.